Kann sein, dass es zwei verschiedene Artie-Stellungen sind. So, und ich drehe mich zum ersten Mal um und... Oh, ihr seid da, das freut mich doch. Hatte jetzt Angst, dass ich mich umdrehe und alle irgendwie in eine falsche Richtung rennen und seit vorhin woanders sind. Sonst kommt rechts von mir Staffeln. Und leichte Formation hier rechts von mir halten, abknien. Wir haben hier schöne Sandsäcke. Jetzt fühlt man sich wie ein Man of War. Irgendetwas 2. Wo man dann hier diesen Bonus hat der Deckung. Melgrim, was ist... Ja, bei mir hat das Spiel weggepackt, okay. Der ist auf einmal weggeflogen. Kein Problem. Ich sah dich auf einmal, okay, du musst dir vorstellen, ich bin du jetzt, okay? Ich sehe dich laufen und einfach hier so stehen bleiben. Ja, so, genau, einfach das so. Hab ich dann erst danach gesehen, weil er mich dann geblockt hat. Bei mir ist aber Lucifer einfach so auf die Seite weggeklebt. Dürfen wir schießen? Also, Gegner auf der anderen Seite? Nein, noch nicht schießen, Verbündete auf der Brücke. Na, darauf habe ich extra gezielt. Ja, das weiß ich, Basti. Deswegen hast du die Flagge. Siehst du, die Arti macht es schon vor. So, meine Herren, wir haben eine kurze Feldbeförderung durchzuführen. Ich bitte vor den Rekruten Lucifer. Ja, bitte komm zu mir. Du kannst dich genau dahin hin platzieren. Jawohl, Lucifer, du bist jetzt schon etwas längere Zeit Teil des Regimentes. Wir machen das, während wir auf die Verbündeten schauen, die da hinten sterben. Keine Sorge, wir sind sowieso wertvoller als die, also ist halb so wild. Auf jeden Fall, du bist jetzt schon relativ lange Teil der Legion. Das hat jetzt mehrere Gründe, warum deine Beförderung jetzt erst kommt. Wir haben dann noch ein relativ älteres Punktesystem, was ursprünglich auf mehr Events per Woche ausgelegt worden war. Dementsprechend verzögert sich das manchmal etwas. Aber nichtsdestotrotz hast du deine mindestens 2 Wochen Probezeit überstanden und dementsprechend ist es mir eine große Ehre, dich in den Rang des Gemeinen befördern zu dürfen. Du darfst oben blocken. Jawohl. Glückwunsch, Herr Gemeiner. Danke. Das gesamte 1C. So, und jetzt noch kurz 2 Worte zu Lucifer, kann ich noch kurz sagen. So, er ist jetzt schon, ich bezeichne ihn als einer der ersten Mitglieder des neuen Regimentes, also die dazugekommen sind. Gecharged. Und das kommt rechts um, rechts auf die Brücke kurz. Puff, puff. So, ich mach mal kurz weiter hier. Schöne Schlüssel. Auf jeden Fall ist es einer der 9 Mitglieder der Legion, also die ich jetzt vor kurzem rekrutiert habe. Es gab hier eine große Rekrutierungswelle. Links kommt gleich einer durchs Gehöft. Passt mal auf, dass ihr nicht verwickelt werdet. Und dementsprechend ist es mir eine große Ehre, ihn als ersten der Neuen sozusagen befördern zu dürfen. So, das war es jetzt auch damit. Sorry für die Verzögerung, sorry für das leichte Chaos, subtil. Aber das gehört manchmal dazu. Kavallerie. Ja. Es könnte keinen besseren Zeitpunkt geben. Genau, sage ich auch immer so. Flagge am Baum. Ja, hab's gesehen, freies Feuer auf die Kaff. Tötet die am Boden sind. Nahkampf. Schön macht ihr das, sauber gemacht. Jawohl, der erste Kill des Gemeinen. Let's go. Genau. Ich gebe dir dann auch übrigens die Gruppe auf dem Teamspeak, nur dass du dich nach dem Event nicht wunderst. Den Tag kannst du dann halt fürs nächste Event dann ändern. Was ist die Abkürzung davon? GEM. Also großes G und dann EM. Alles klar. Jawohl! Haha! 3 Tickets worth it. Haben schon wieder 100 Tickets weniger. Wo verlieren wir die Tickets immer? Aber wild. Ich schwör's, wenn ich die Aufgaben mir so, die Aufnahmen anschaue, müsste ich mal immer so verfolgen, wann eigentlich die Tickets flöten gehen. Weil ich bin eigentlich der Meinung, dass wir jetzt seit dem Anfang vielleicht nur 1 oder 2 Flaggen maximal verloren haben, aber das sind halt nicht so viele Tickets. Deswegen, ich glaube einfach manchmal halt im Nahkampf intet das Team halt rein, so im Nahkampf, im Charge manchmal. Oder halt auch im Fernkampf. Das seht ihr gerade, First TV PTS hat Salamander erschossen, das ist gut, weil es sind wieder 3 Tickets für uns. Also ich muss schon sagen, die Map ist an sich sehr, sehr schick. Also ich will ja nicht böse sein, aber wir haben bisher noch nicht mal 10% der Map gesehen. Na, also, doch. Wir haben diese Runde. Oh, nee. Nice shot. Wenn sogar der Admin GG schreibt. So, das kommt freies Verhalten. Ab 7 Tote. Die Gegnerartig hat sich direkt vor auf die Brücke gestellt. Warte mal, was wir alles anzielen. Das gesamte leichte Formation beibehalten, aber leichte Formation jetzt zu mir aufrücken. Denkt an die Abstände. Kommt zu mir, aber denkt an die Abstände. Ja. Okay, wir müssen warten, dass die schießen, leider. Leider, Gott sei Dank. Krieger hat dazugelernt. Na, wieso? Wenn die nachgeladen haben, dann kommen wir. Okay, Flagger, du wirst hierbleiben übrigens. Okay, jetzt wird gezielt. Ja, die war es nicht. Und das gesamte bereit machen. Komm, ich schieß doch endlich. Und Charge. Go. Komm. So, das Ganze zu beiden Seiten staffeln. Links, rechts. Wieder Vordermann, wieder Hintermann haben. So, die sind noch am Stöpfen. Oh Gott. Parcours. Und über die Seite.
So, Uncharged, weitermachen. Achtung, Kavallerist. Das ist Doguro, das ist Doguro, der ist easy. Okay, bildet eine Linie und schießt, bildet eine Linie zu ihr und schießt. Ihr seid zu dritt. Never mind. Hätte mal jemand. Weitermachen. Weitermachen. Ihr seid zu zweit, ihr könnt ihn noch locker doppeln. Der Rest der Neuspawned zu mir. Oh, du schaffst das. Ach, fuck. Na, kein Problem, wir sind jetzt sowieso bei der Stellung wieder. Wann Zeitpapier gemacht? Schön gemacht, endlich, meine Güte. Ah, komm wieder zurück. Er weiß einfach. Ja, wir haben gerade etwas eingeredet. Okay, weiter zur nächsten Stellung. Der neu gespawnt ist bei Basti, zu uns kommen. Sofort, hopp, hopp. Nicht trödeln hier. Basti kann noch etwas trödeln. Okay, das kommt hinter mir. Okay, halb links. Da ist ein Artillerist. Okay, jetzt halb rechts. Ja, freist du auf die Linien, die halt kommen jetzt hier. Jo, mach die. Linie begradigen, bitte. Der selber kam so. Hier ist doch meine Artistellung. Was ist denn hier los? Hinterm Haus sind welche. Ja, ich weiß. Das ist aber die Artilleriestellung. Okay, jetzt noch schießen. Wir rennen gleich zurück. Basti, bleib mal auf der Brücke, sodass du sofort zurückrennen kannst, dass du nicht springen musst. Jetzt machen wir noch gute Kills. Das Ganze jetzt Sandhügel als Deckung nutzen. Kommt auf meine Seite. Und das gesamte, jetzt noch ein Schuss. Okay, und zurück. Okay, und zurück. Okay, die werden jetzt noch schießen, das heißt, nutzt Deckung, swingt. You can do it. Komm. Komm, jetzt spring. Los, halt mal mit Anlauf. Oh, for fuck's sake. Paco, ihr müsst von dieser Kante da, von den weitesten Kanten zu weitesten Kante springen. So, ich hab die Flagge gerettet, aber ich bin letzter am Leben. Oh, what a price. Macht nix. Und ich habe noch so 5 HP. Auf jeden Fall gute Aktion. Wir haben die gegnerische Arti getötet und keine Kugel von der getankt. Warum charge unsere Arti gerade vor? So, das kommt ja wieder selber Richtung, selber Speed, selber Volumen, selber Impact, Richtung Brücke, ab die Post. So, das ist der Moment, wenn man schon nach vorne rennen kann, dass man Tee drücken kann und etwas Wasser trinken darf. Wasser. Bist du denn schon alt genug für das? Wasser? Nee, ist ganz illegal. Du Rabauke, du. Ich sag's dir. Okay, es kommt auf der Brücke noch bleiben, links von mir Staffeln, links von mir hier... Halten, freies Feuer auf die Linie, die kommt. So, einen Schuss abgeben auf die Linie, die kommt. Okay, einfach abwechseln. Also, sobald alle geschossen haben, zurückfallen. Komm. Und zurück. Ja, zu spät. Oh, Sauberausschuss. Zu spät. Schön gemacht. Passt, Achtung, ausfächern. Das sind nur Fleischwunden. Immer schön jiggle. Nächste Mal für dich tanken. Aber Schatz. Also sogar die Arti hat gut geholfen. Und ausfächern und ausfächern. Da nutzt die Arti als Deckung, Arti als Deckung, Arti als Deckung. Und hier zu beiden Seiten nachladen. Schön abknien. Schön habt ihr das gemacht, Leute. So, jetzt kommt hier natürlich die wichtigste Frage des Tages. Kriegt der Krieger hier irgendwo eine Muskete her? Schätze mal, ich glaube, es ist gerade eine frei geworden. Die Kamera ist nicht das Problem, sondern... Oh ja, und auf 12 Uhr, freies Feuer auf die Brücke, freies Feuer auf die Brücke. Ich würde mal sagen, eigentlich sollten die Verbündeten sich darum besser kümmern dürfen. Ja, aber stimmt, aber schieß mal einfach auf 12 Uhr, die Kaffee ist jetzt gerade abgedreht. Ja, das IF charged. Sauberausschuss. Irgendwie hast du den getroffen? Okay, und von links haben jetzt die Verbündeten. Das viel Wichtige ist, ich habe irgendwie den Freund nicht getroffen. Das ist auch irgendwie passiert. Okay, freies Verhalten. Kein Problem. Alle, die nachgeladen haben, zu mir. Hast du nachgeladen, Lucifer? Und das Ganze links vom Flagger hier halten und freies Feuer. Komm. Nummer 59 geht jetzt gerade da rein. Komm, schießt auf die Linie rechts. Boah. Auf die Linie rechts. Auf die blauen Säcke da. Jawohl. Ganz rechts haben sich 2 Linien an unsere Seite rüber geswitcht. Ja. Das ist ein Problem für später.
That's a problem for future me. Exactly. Okay, freies Verhalten. Vor uns ist ein Plötzlich-Fehler. Jetzt nachladen und sobald nachgeladen zu mir. Es kommt der Halbpreismarsch. Und hier halten, freies Verhalten auf die Arti. Schöner Schuss, weiter. Auf den Arteristen noch. Okay, und Charge. Ja. Ja, danke. Ja, ja, deswegen, genug Abstand gehalten. Ja, kein Problem, passiert. Aber versucht, sobald wir neu spawnen, werden wir schießen, by the way. Ich versuche jetzt mal zum Nummer 59 zu kommen. Okay, alle, die jetzt neu spawnen, links von Nummer 59 bilden. Links von Nummer 59, hier, links von mir. Fragung. Freies Feuer, schieß, auf den Flagger, auf den Flagger. Nicht kämpfen. Na. Schade, okay, nachladen. Unsere Arti wird gerade gecharged, by the way. Ich habe nämlich eine grüne Flagge kommen sehen und das ist eigentlich immer ein schlechtes Omen. So, Nummer 59, Mitchell Tusens Strategiebuch, Seite 27, bitte. Das ist ja mal ein Angebot. Where do I sign up? So, das kommt rechts rüberspringen. Das ist falsch gemacht. Sobald rüber gesprungen wir nach, über die Sandsäcke. Und sobald über die Sandsäcke leichte Formation hinter mir bilden, halb links, freies Feuer, lass mich nicht in den Charge weggehen. Freies Feuer. Nice, weiter. Ich habe keine Punkte mehr, ich schnapp dir eine Muskete. Habe ich doch schon auf dem Rücken. Das ist meine tragbare Muskete für unterwegs. So, links an der Brücke ist noch einer. Melgrim, das ist dein Kill. Ah, okay, er ist versteckt. So, freies Verhalten. Ich war eigentlich im Charge mit ihm. Oh, okay. Und du hast ihn nicht umgebracht? Melgrim. Ich bin weggerannt, weil du gesagt hast, kein Charge. Ja, okay, macht Sinn. Freies Verhalten zu mir. So, wir hoffen jetzt mal, dass der Arti sich nicht erneut aufgestellt hat. Auf jeden Fall kämpft es da gerade hinten gerade richtig wild, also hoffen wir es mal. Also wir können in Kolonne laufen. Ich dachte, es hieß Flagge liegen lassen. Basti, droppt das Ding. Nein. Lass es los. Ich habe gesagt, du sollst sie Nein. nicht in die Hand nehmen, weil wir Gegner vor der Nase Basti, hatten. Basti, lass das Ding los. Basti, ich hol den Wasserspray. Wasserspritzer. Ja. Und ich pack da Zitrone rein. Oh, das ist mies. Mit Blubber. So, mir nach Kolonne noch bilden. Wir sind noch nicht im All-Charge. Ich wusste schon immer, dass wir Katzen sind. Ja. Tatsache, ja. Links Staffel, links von mir halten, freies Feuer. All-Charge. Ist All-Charge? Ja. Oh, sorry. Das habe ich nicht gesehen. Weil Time is up, baby. Time is up, oh Gott. Das war ein Warnschuss. Jetzt wissen wir, war es einer von uns, den wir geteamt haben, gell? Jop, easy. Bleibt im Regiment dann. Da wurde er geslayed. So, jetzt kannst du ja bitte GG reinschreiben.